Hoffentlich war es das jetzt so eine Scheiße. Aber wirklich. Wirklich, wirklich. Jule! Jule! Wie böse kam der mir jetzt nicht vor. So, jetzt mal die Dinger. Vielleicht. Hier? Ihr werdet gebraucht. Kommt zurück in den Turm. So ein Scheiß. Echt länger gedauert, als ich gedacht habe. Ach ja, ja. Reiset die Rückkehr des Overlords, des einzig wahren Bösen. Oh nein, nicht ihr, der echte Overlord. Ja. Ich war dem Bösen gegenüber immer loyal. Ich stelle keine Fragen. Böse ist, wer Böses tut. Willkommen zurück, Herr. Ich bin zurück. Auch wenn ich mich dafür dieses weisen, müden Körpers bemächtigen müsste. Ich glaube, ihr kennt meine Töchter, Vanessa. Ich erinnere mich dunkel. Sie war mir eine große Hilfe. Und dann haben wir da noch Rosa, die leider nicht so kooperativ war. Ich helfe doch niemandem, der meine Schwester für nützlich hält. Ihr dachtet wohl, ihr hättet mich getötet. Ihr und eure Heldenfreunde. Aber ich plante eine kleine Reise. Wollte mal in der Haut der Guten stecken. Buchstäblich. Dieser närrische Zauberer dachte, er hätte gewonnen, bis ich mit seiner sterblichen Hülle verschmolz. Das ist nun wirklich ein teuflischer Plan. Nacheinander erlagen sie meinem verderbten Einfluss. Diese Mauern der Reinheit und des Gehorsams. Man muss nur wissen, wo man ansetzt. Und was euch angeht, ihr fehlt. Und sie ließen euch zurück, weil sie Helden werden wollten. Ich gab euch eine zweite Chance, einen anderen Plan. Ihr wart mir nützlich, aber jetzt steht ihr mir im Weg. Schergen! Meister! Meister! Wir sind eure Schergen, Herr! Er war nichts verglichen mit euch, eure Schlechtigkeit. Das merke ich mir. Ihr habt euch meine Zauber geborgt. Schluss damit! Ich beseitige jetzt eure körperliche Anwesenheit. Den Rest habt ihr bereits für mich erledigt, mein Schoßhündchen. Meister, solange ihr noch Kraft habt, kann ich direkt mit euch sprechen. Er muss aufgehalten werden. Ich weiß, das Turmherz. Rosa, wohin gehst du? Ich will dich nicht töten müssen. Tja. Bin ich hier. Wir müssen zum Turmherz. Ich weiß nicht genau, was... Ich glaube, es war hier. Ja, eine dramatische, ein dramatischer, unerwarteter Twist. Der wahre Overlord ist zurück. Dummes Kind, du hast das Turmherz beschädigt. Schon immer klug, wärst du doch auf meiner Seite gewesen.
Egal. Sobald ich eure Energie aufgesaugt habe, werde ich es wiederherstellen. Schergen! Ja, netterweise hat er mir dann auch die Macht über meinen Schergen genommen und will mich jetzt nicht mehr haben, wenn ich alles erledigt habe. Ja. Oh, grüne. Oh. Ich habe keine Zauberin, ich habe keinen Mana. Die hat er mir alle wieder genommen. Jetzt? Ihr hättet ein Held sein können. Seht euch jetzt an. Es ist mir gelungen, das Turmherz zu schwächen. Jetzt müsst ihr euch um ihn kümmern. Holt euch die Schergen zurück. Nur so habt ihr eine Chance. Blöden Schergen. Hörk! Der Raum ist voller Käfer. Sie kleben an meinen Stiefeln. Es geht doch nichts über ein Mahl mit Unterhaltung. So, gut. Zauber habe ich wieder. Ihr wart ein guter Overlord. Vielleicht vermisse ich euch. Meister! Ja, meine treuen Schergen. Da ist. Da, das ist ja aus dem Gehirn. Wo sind denn die rausgekommen mit den ganzen Käfern? Da, wo es das leckere Mal mit Unterhaltung gab, glaube ich, mein oben. Vater, auch wenn er so aussieht. So gedacht, was man mit einem harten Kampf gar nichts mehr hat, um wieder Punkte zu sammeln. Ist auch bitter nötig. So ein scheiß Kampf. So. Gut. Gesammelt. Ne, 20 insgesamt. Dann gehen wir mal in die Höhle, die uns der Zauberer steckende Overlord geschalten hat. Und holen uns die Schergenlister wieder. Rüstet euch mal aus. Es sind sogar noch ein paar mit Rüstung. Hat es Spaß gemacht, eure alten Freunde zu töten? Wisst ihr nicht mehr, wie sie euch zurückgelassen haben? Der Turm erinnert sich. Er hat ihr Wimmern aufgesogen. Ihren Verrat! Hört ihr sie? Ist er tot? So einen Sturz kann doch niemand überleben. Helfen wir ihm. Er kämpfte mit uns. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Wir gehen. Wir nehmen, was wir können und hauen ab. Er hat recht. Wir haben das Böse besiegt. Der Rest ist Zeitverdienst. Lasst ihn. Dann fanden euch die Schergen. Heilten euch. Bereiteten euch auf meine Nachfolge vor. Vorübergehend. Ha, es brennt noch. Wo? Scheiße. Hinten. Ein Schergennest. Das ist es, Herr. Sucht die anderen. Hm, da geht's lang? Auch gut, dann. Immerhin schicken sie aber die Schwächsten da zum Tragen. Die sollen sich mal schnell ausrüsten. Wahrscheinlich das Goldene. Oh! Und ihr euch da drüben? Und ihr? Nein, zum Glück. Ziemlich schnell aus den Latschen. Alle
ungefähr gleichzeitig hinbringen. Holt euch mal den. Dann die roten Käfer. Dann wieder Ausrüstung. Wunderbare Ausrüstung. Ich habe mich irgendwie bis jetzt alles gesammelt habe. An Mana, an Lebensenergie, an Schergengröße. Den. Nur mit den roten hin. Ah, okay. Zum Braun des anderen. Wo geht's lang? Lang. Hier dir? Gut. Schicke ich ein paar von denen zurück ins Loch. Hol den Rest raus. Und. Komm. Er war viel länger Overlord als ihr. Aber ihr habt schnell gelernt. Seid nicht verdrossen. Ihr habt euch gut geschlagen. So, da und da unten hin oder drüben hin. Erstmal die wiederholen. Ach, seid ihr alle die gleiche Helme haben, weiß ich gar nicht mehr, wer mein Hauptboss ist. Roten. Alle! Das war alle. Also, für sagen, meine Minions sind viel cooler. Schreien auch nicht so hässlich rum. So. So, da gibt's ein Nest. Oh, da brauche ich 10 Stück für. Oder geht's auch mit 8? Muss auch mit 8 gehen. Nein! Dann brauche ich noch 2 mehr. Das sah aber nach dem blauen Nest aus. Komm, fällt's an. Wenn ihr ihn besiegt, nehme ich euch gern zurück. Diene ich euch wieder. Ja, ja. Verstehen wir schon. So. Raute. Jetzt nehmen wir die. Mit, kommen die nach. Oh ja. So, jetzt sind es aus dem Lagerfeld draußen. Aber Kleinholz. Ja, und ist ja Wasser, da gibt es so sicherlich kein Wasser. Ich nehme mal welche mit. Sicher. Toll. Ich gebe zu. Ihr habt mich beeindruckt und für ein wenig Leben gesorgt. So, was habe ich? 10, 10, 16? Ich habe mich an euch gewöhnt. Versucht nicht zu sterben. Ach, diese scheiß Muttergöttin startet sogar eine Elfen. Ich hätte die so gerne in meinem Raum gehabt, aber ich weiß immer noch nicht genau, was da schiefgelaufen ist. Ich habe einfach nur, Ich hab die da rausgeholt, hab dann abbrechen gedrückt, dass sie die Statue loslassen und dann haben die die einfach noch dahin getragen. Und mal nicht gleich so verliert die Blauen drauf. Die gehen nämlich immer das erste weg. Das ist dann immer ziemlich ärgerlich. So, ja, ja, langsam können wir auch ein Resümee ziehen. Ja. Eine Weile her, dass ich das gespielt habe.
7 Jahre oder sowas, mit Sicherheit. Und ich habe, also es hatte eigentlich positive Erinnerung. Aber jetzt war doch einiges dabei, was ihr wollt mich doch verarschen. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, ich krieg die doch mit so wenigen nicht hoch. Ich hab alle ausgewählt. Kann ich nochmal zurücklaufen? Ach, Scheiße. Also es gibt, waren manche Sachen, die mich halt wirklich aufgeregt haben. Die halt zum, die Sachen halt mit der Kamera, aber ich kacke an. Anvisierung und sowas alles, das war mal suboptimal, wie das nett ausdrücken wollen. Jetzt auch wieder Gegner, das ist halt vor allem darauf auflief, dass ich mit den Grünen kämpfen soll. Und einfach keine Möglichkeit, Grüne zu sammeln. Ich hatte jetzt. Kann ja nicht sein, dass ich dann irgendwie für 2 Stunden wieder irgendwie rumrennen muss, um irgendwie Grüne wieder aufzulesen, sonst wo. Ich war ja extra noch da in dem anderen Gebiet, im Dunkelwald. Und es hat einfach. Es gab keine Käfer. Mein Vater war der Zauberer, der echte Zauberer. Allerdings war er nie ein guter Vater. Ah, Moment. Ach so. Ah, so rum. Der Vater, der vom Overlord besessene Zauberer war ihr Vater und nicht der Overlord war ihr Vater, der jetzt im Körper des Zauberers steckt. Okay. So, so. Immer noch ein. Ach, so viel Lebkuchen noch. Sie kommen auch jedes Mal wieder. Blaue. Ah, ich hab doch nur einen 11. Ich hätte einfach vorgehen sollen. Das mache ich gleich mal. Wahrscheinlich kommen die nämlich wieder. Ah, okay. Da habe ich noch 11 Stück von. So, ihr bleibt da. Habe ich keine. Bleibt auch da. Blau kommen mit. Das wäre, als wenn es jedes Mal kommen würde.